Hallo liebe Freunde, hier ist wieder euer Mr. Melanista und ich begrüße euch zu dieser Folge, in der wir gegen den AS Rom ran müssen. Und ja, das wird richtig, richtig schwer, denn wir spielen auch noch im Stadio Olimpico bei den Römern zu Hause. Und ja, dass die heimstark sind, das ist glaube ich kein Geheimnis. Noch dazu, ja, wollte ich ja eigentlich gegen sehr starke Mannschaften mit einem Kutschka vor der Abwehr spielen. Jetzt seht ihr euch mal seine, die Form an von unserem slowakischen Panzer. Ja, da müssen wir wohl leider Lukas Silva aufstellen, der eher die kreative Variante ist. Aber jetzt haben wir halt das Problem. Was erfreulich ist, Balotelli ist in Topform. Den stellen wir zusammen mit Ibra auf. Und Armando Izzo ebenfalls gut drauf. Deswegen wird er wieder mit Romagnoli in der Innenverteidigung spielen. Das hat mir gut gefallen, die letzten Spiele. Und ich würde sagen, wir lassen, schenken denen nochmal das Vertrauen, lassen die beiden anfangen. Ja, ich meine, guckt euch die Mannschaft an von Rom, das ist wirklich ein Top-Team. Die sind auf jeder Position top besetzt und haben noch so Leute wie El Shaarawy, Dzeko, De Rossi, Strootmann auf der Bank, also boah, das wird echt mies, das wird richtig übel für uns. Wir müssen ja an unsere Grenze gehen, um hier was zu reißen. Ja, dann gucken wir mal, ob es klappen wird oder nicht. Wir werden heute wahrscheinlich auch etwas vorsichtiger spielen und nicht so auf volle Angriff, denn die Römer, wenn die Platz bekommen, dann rasieren die und wir wollen denen kein Rasierapparat in die Hand drücken. Deswegen, Freunde, wünscht mir Glück. Wir sehen uns gleich auf dem Feld. Ich heiße euch willkommen im Stadio Olimpico in Rom. Ausverkauftes Haus. Sie wollen natürlich alle sehen, wie wir fallen. Aber das wollen wir nicht zulassen. Armando Izzo. Und Decidio und dann eben Romagnoli, das sind wirklich sehr, sehr junge Spieler. Wir haben wirklich eine sehr junge Abwehr. Wir hoffen, dass die heute kein Lehrgeld bezahlt. Aber ich finde die Entwicklung ganz gut. Es freut mich sehr, dass Izzo so gut gespielt hat und wir ihn deswegen auch öfter spielen lassen können. Er sich dann dadurch schneller weiterentwickelt. Decidio ist ein junger Mann, der sich auch noch weiterentwickelt, Romagnoli genauso. Und Romagnoli wird heute gegen die Roma wahrscheinlich noch mehr motiviert sein wie die anderen. Denn das ist sein Ex-Club, wo er keine große Rolle gespielt hat. Aber bei Milan ist er auf jeden Fall ein wichtiger Mann. Ah, das war gut. Stark gemacht. Gut gemacht. Und nun der Gegenzug. Das ist Balotelli. Ja, der wollte da den langen Ball spielen auf Ibra, aber die Römer stehen gut. Und nun die Römer. Was machen sie jetzt? Mit dem Ballbesitz. Ah. Ah, nein, 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 nein. Ja, gut. Ecke hätte jetzt nicht sein müssen. Armando Izzo. Decidio. Decidio. Holt Sissoko mit. Sissoko. Bonaventura. Bonaventura auf. Ah, Ibrahimovic, aber der geht nicht auf den Ball, leider. Muss dem Ball da schon entgegengehen. Und die Römer machen hier auf Ballbesitz. Lassen mich hier hin und her laufen. Ah, gut aufgepasst. Jetzt sind wir in der Reihe. Vasquez. Sissoko. Sissoko. Decidio. Decidio. Bonaventura. Bonaventura. Stark von Bonaventura. Das ist Ibra. Ibra. Nochmal Bonaventura. Der kann schießen. Oh, schade. Ah, war das eine dicke Chance für Giacomo Bonaventura. Im guten Zusammenspiel mit Ibrahimovic. Und dann dieser Abschluss. Aber leider gehalten. Das kann doch nicht wahr sein. Schade, schade. Und es gibt Eckball. Oh, gute Ecke von Bonaventura. Aber leider. Leider kann Sissoko den Ball nicht gut genug aufs Tor köpfen.
War auch eine weite Entfernung, dieser Kopfball. Und die Römer haben Abschlag. Und wir versuchen hier hinten kompakt zu stehen. Ja, das war gut. So mag ich das. Ah! Vasquez, gut gemacht. Bonaventura. Antonelli. Antonelli. Ja, das war gut gesehen, aber schlecht umgesetzt. Schade. Oh, oh, oh. Was ist hier los? Oh, wie schlecht. Das war schlecht. Und die Römer lassen hier wieder das Bällchen zirkulieren. Wie ihr merkt, ich bin hochkonzentriert. Die Moderation leidet etwas darunter, aber ich will hier auf gar keinen Fall verlieren. Und ah ja, das war wichtig. Bonaventura, aber er kommt trotzdem die Flanke. Ibrahimovic, stark gemacht. Und Balotelli kann den Ball nun führen. Balotelli. Balotelli sieht Ibra. Ibra, schade, der ist zu langsam. Der ist einfach zu langsam, der Ibra. Ist echt schade. Ah, wenn da ist ein Young gewesen, der wäre durch gewesen. Schade. Das war echt gut gespielt vom Ballo. Und die Römer wieder mit dem Ball, aber zu steil. Also bisher machen wir es ganz gut, bisher. Ja, man soll ja nie den Tag vor dem Abend loben, aber bisher sieht das gut aus. Lucas Silva. Ah, hat er Glück. Das ist Vasquez. Ah, nein, er war schwach, der Ball. Ganz schlechtes Timing. Und die Römer. Oh, da ist jetzt die Lücke, aber zum Glück sieht er die nicht. Oh, jetzt sieht er sie. Ah, gut aufgepasst. Wir spielen hinten rum. Das war gut so. Bonaventura. Ibra. Ibra, gut gemacht. Oh, das war stark. Und Balotelli. Schade. Das war ein guter Spielzug. Und die Römer wollen uns jetzt auskontern. Jetzt müssen wir aufpassen. Ah, scheiße. Bleiben am Ball. Oh, das war stark. Lucas Silva, ich liebe dich. Geil. Richtig geil. Lucas Silva, der Brasilianer. Immer noch Lucas Silva. Mit dem Ball. Balotelli kann ihn nicht annehmen. Schade. Bonaventura, Fehlpass. Lucas Silva aus der Umdrehung. Ibrahimovic, Ibrahimovic, Tor! Ich glaub's nicht! Ibrahimovic macht das 1:0. Wie wichtig! Das ist so wichtig, Freunde! Puh, wer hätte das gedacht? Ibrahimovic setzt sich da durch und bekommt nochmal den Ball. Aber auch stark dieser Ballgewinn von Lucas Silva, das war eigentlich so am wichtigsten. Das war echt wichtig. Hier Bonaventura, der auf Lucas Silva spielt und der mit diesem Lob aus dem Fußgelenk und dann holt Ibra sich den Ball zurück und knallt ihn rechts unten rein. Richtig geil. Puh, wichtig, wichtig, Freunde. Jetzt müssen wir gucken, dass wir dieses 1:0 verwaltet bekommen. Das wäre ganz, ganz wichtig, um die Römer hier wirklich auf Abstand zu halten, 3 Punkte zu gewinnen. Das wäre klasse. Und ich muss ja meine Emotionen im Zaun halten, da wir jetzt schon 0:30 haben. Deswegen kann ich hier noch nicht mal so rumbrüllen und muss mich noch unter Kontrolle halten. Aber bei der nächsten Folge gibt es wieder Vollstoff, das verspreche ich euch. So, Freunde, wir gehen mit 1:0 in die Halbzeit. Oh, wir sind sogar, ja, wir sind sogar die bessere Mannschaft. Wir haben 4 Torschüsse und rum gar keinen. Naja, das ist doch super. Gut, Freunde, dann sehen wir uns in der zweiten Halbzeit wieder. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Die zweite Halbzeit steht an. Und wir müssen gucken, dass wir diese 1:0-Führung hier über die Bühne bekommen. Decilio. Sissoko.
Decilio auf Balotelli. Balotelli stark auf Decilio. Der kann in Ruhe flanken. Und Ibra. Oh, Ibra, das darf nicht wahr sein. Da wird er doch von seinem Gegenspieler weggeschubst. Mann, den habe ich schon drin gesehen. So Dinger macht er doch. Das sind doch sichere Dinger. Gegen Udine hat er da direkt geklingelt. Aber Udine ist nicht Rom. Das ist das Problem. Schade, ey. Schade, schade. Und die Römer. Jawohl, Sissoko passt auf. Gewinnt diesen Zweikampf gegen Dinier. Jawohl. Ah. Okay, die Römer. Bisher spielerisch keine Glanzleistung von denen. Und das ist Bonaventura. Bonaventura. Bonaventura verliert den Ball. Ja, das ist scheiße. Das ist scheiße. Oh ja. Okay, zu steil. Da haben wir nochmal Schwein gehabt, dass dieser Ballverlust von Bonaventura nicht bestraft worden ist. Das hätte uns wirklich noch gefehlt. Ich brauche hier kein zweites Sassuolo. Ich glaube, das braucht keiner von euch. Wir haben alle so unsere Probleme mit Sassuolo. Decilio. Balotelli. Ah, Balotelli war im Abseits. Schade. Schade. Ja, okay. Der war wirklich einen ganzen Schritt im Abseits. Puh. Und ich bin unter Anspannung. Stehe unter Volt. Boah, das gibt's ja wohl nicht. Das war ein Foul. Ja, auf jeden Fall war das ein Foul. Hier gegen Jack Bonaventura. Von Florenzi. Der keine Chance auf den Ball hatte. So, wir spielen sicherheitshalber kurz, um nicht direkt den Ball zu verlieren. Romagnoli, gut von Lucas Silva, der mir echt gut gefällt. Antonelli, und wir holen eine Ecke raus. Die Flanke wird abgefälscht zur Ecke, damit kann ich leben. Damit kann ich absolut leben. Und Bonaventura bringt diesen Eckball. Und, oh, die Möglichkeit, schade. Oh Mann, ich möchte brüllen und kann nicht. Das nervt mich. Schade, schade. Das war eine gute Möglichkeit, aber gehalten. Oh, gut gemacht. Balotelli, kriegt er den noch? Ja, den kriegt er auch. Das ist Ibrahimovic, Freunde. Ich werde verrückt. Ibrahimovic. Ibrahimovic. Wieso bekommt er den Kopfball und dann gegen die Latte? Hör doch auf. Hör doch auf. Ist hier wieder alles verhext oder was? Oh, was für eine Möglichkeit. Wir gucken mal, wie es mit der Fitness aussieht. Okay, Ibra ist kaputt. Ibra ist kaputt. Sollen wir einen Alex Pato bringen oder einen Ibra auf dem Feld lassen? Oh, ich weiß es nicht. Ja, ich mach's mal. Pato kommt für Ibra. Ja, wir machen was. Und Saponara kommt für Vasquez. Und wen haben wir noch? Bertolacci, unser Messi, der wirklich grandios gut spielt, kommt für. Wen holen wir denn? Wen holen wir denn raus? Boah, Sissoko oder Bonaventura, das ist ja echt schwierig jetzt. Ich glaube schon erstmal gar keinen raus. Bertolacci können wir später bringen. Ja. Dann bringen wir das später. Ist mir jetzt noch zu heiß. Wir bringen erstmal die beiden. Saponara und Alexandre Pato. Pato, der ist frisch. Der hat mir auch gut gefallen in den letzten Einsätzen. Wäre geil, wenn der hier auch noch stechen würde. Dann könnte es eigentlich komplett austicke und die Nachbarn hier vor der Tür stehen. Aber erstmal die Römer. Oh, 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 oh. Ah, oh, der war wichtig. Oh, nein, 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 nein. Oh, lecker, 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 lecker. Was ein Schwein. Die Römer machen hier fast den Ausgleich. Ah. Oh, Glück gehabt, dass Salah den nicht mehr kriegt. Ey, da hat mir echt gerade richtig Schwein. So, jetzt wollte ich wieder kurz spielen. Ich mach's nicht mehr. Ich mach's nicht mehr. Ich schieß den Ball jetzt so weit weg wie möglich. Ich habe keinen Bock, wieder so ein dummes Tor hier zu kassieren.
Balotelli, schade, verliert diesen Zweikampf. Oh. Ah, der macht aber auch hier, was er will mit mir. Aber gut aufgepasst von Antonelli. Und das ist Decilio. Decilio auf Sissoko. Sissoko setzt sich durch, aber dann der Fehlpass. Das Gegenpressing funktioniert erstmal nicht. Und die Römer kommen über die linke Seite. Und da müsste Antonelli noch fehlen. Oder nein, mittlerweile ist er wieder da. Also gerade Sissoko war echt sehr schwerfällig. Ich glaube, ich hole ihn jetzt raus. Aber Bonaventura noch weniger. Ach, scheiß drauf. Aber Bonaventura. Das ging aber jetzt auch wirklich schnell. Ballo, stehen wir da im Pato, ist immer gut über die andere Seite. Ja, so machen wir es. Ah, stark von Sissoko. Oh, und dann... Oh, stark. Das war super gemacht. Balotelli. Ah, und dann versteckt sich Saponara hinter seinem Gegenspieler. Das war scheiße. War nicht anspielbar dadurch. Und die Römer... Ah, kommen wieder über die Außen. Ah, stark von Romagnoli. Und dann aber der Fehlpass. Oh Gott, oh Gott. Oh nein, nicht dahin. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, ist das hier gefährlich. Das ist echt gefährlich. Florenzi hier auf Totti, der zieht sofort ab. Donnarumma lässt abklatschen. Und dann ist Saponara da, der, ich glaube, zur Ecke klärt, wenn ich mich nicht täusche oder was, ein Einwurf. Oh nein, es war eine Ecke. Scheiße. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Oh. Puh. Donnarumma rettet uns hier schon wieder den Arsch. Das war echt eine Top-Ecke von Totti. Und ja, jetzt gibt es leider nochmal eine Ecke. Ich habe keinen Bock auf eine Ecke, Freunde. Und Totti bringt die so gut. Da kann man nur zugucken. Ich hasse das. Nein. Geht doch einer drauf. Oh, jetzt schon wieder Ecke. Oh, wie sie mich jetzt hier einschnüren. Da könnte ich die Krise kriegen. Ich will nicht. Oh, nee, nicht Pato. Der kann auch kein Kopfball. Wo ist der Ball? Ich sehe ihn nicht. Ich sehe ihn nicht. Oh. Oh Gott, Donnarumma kriegt einen Oscar von mir nach dem Spiel. Wenn wir hier zu Null spielen. Also bisher ist echt ein Wunder. Nein, nicht Totti. Ah. Oh Mann, jetzt ist es da. Ich krieg die Krise, Mann. Oh, leck, es ist Abseits. Oh, ich liebe dich, Schniedrische. Ich liebe dich. Es ist Abseits. Ja, ja. Ja, Keita, reg dich auf. Besser du wie ich. Es war Abseits. Seht euch das an. Ist das nicht schön? Es war Abseits. Keita steht im Abseits. Oh. Puh, was ein Glück für uns. Was ein Glück. Soll ich kurz spielen? Ja, ich spiel kurz. Hier kann jetzt nichts passieren. Auf die 2 Meter. Donnarumma. Das ist Antonelli. Antonelli auf Balotelli. Er setzt sich durch. Das ist Saponara. Ah, und der Ball kommt nicht an. So, jetzt wird hier geknüppelt. Das war ein taktisches Foul, Freunde, von Moussa Sissoko. Ja, die gelbe Karte nehme ich. Ist halt so. Aber ich habe keinen Bock auf einen Konter gehabt. Und das wäre ein Konter geworden. Und ein Golan kann man eh nicht schwer vom Ball trennen. Von daher war das, denke ich mal, jetzt hier taktisch das Beste, was ich machen konnte. Richtig dreckig italienisch. Aber wir spielen ja auch in der Serie A. Oh nein. Ja, geht bitte jetzt aus. Nein, er geht nicht jetzt aus. Oh nein. Keita. Wo ist der Ball? Oh. Oh Gott. Wo ist der Ball? Oh Mann, ey. Ich hab keinen Nerv mehr. Oh, was mach ich denn da schon wieder? Oh Gott. Ich bin so behindert. Ich bin so schwerst behindert, Freunde. Merkt ihr, wie schwer behindert ich bin? Das ist doch unglaublich. Und jetzt aber. Oh, das war gut gespielt. Das war gut gespielt. Decilio kann flanken. Macht er auch. Und Balotelli. Nein. Scheiße. Oh, und der holt sich den Ball zurück. Der nicht. Oh, Bertolacci. Der ist auch von den Römern. Auch Ex-Roma-Spieler ist mit Sicherheit motiviert. Ja, ist er. Und das Foul. Aber egal. Wir brauchen hier jede Sekunde. 5 Minuten Nachspielzeit. Wir haben die 93.
Und die Römer müssen hinten rumspielen. Das ist doch mal wertvolle Zeit für uns. Der lange Ball. Und weg mit der. Und es ist aus, Freunde. Wir gewinnen 1:0. Überglücklich. Wir gewinnen hier sowas von glücklich 1:0. Also das Pech, was wir gegen Sassuolo hatten, hatten wir hier als Glück. Seht euch das mal an. In der Halbzeit hatten wir noch 4:0 Torschüsse und Rom hat jetzt 7. 7 nur in der zweiten Halbzeit ausgepackt. Also wir hatten hier richtig Sonne. Aber wir holen die 3 Punkte mit und das war echt wichtig. Ja, Donnarumma, Mann des Spiels, absolut unterschreibe ich sofort. Also der war überragend, was der gehalten hat, war klasse. Das war richtig geil. Oh, ich bin durch, Freunde. Ich bin schon wieder komplett durch. Ich habe Nervenzusammenbruch. Ich kann nicht mehr. Ich brauche gleich erstmal eine Massage, eine Thai-Massage, um wieder klarzukommen mit meinem Leben. Oh, wie hat Juve gespielt? Wo sind sie? Wo sind die? Oh, Juve hat verloren. 1:0. Sehr schön. Und wir sind auf Platz 2. Neapel hat gewonnen, bleibt Erster. Wir sind auf Platz 2 vorgerückt vom Platz 4. 3 Punkte hinter dem Ersten, haben uns vor Juve geschoben. Atalanta rutscht ab, Genua kommt hoch, Lazio bleibt, Udine auch. Roma rutscht ab durch diese Niederlage. Florenz stieß zur Spitzengruppe auf und auch, ja, Inter kommt langsam. Schade, hat mir gut gefallen, wo sie unten waren. Was will man machen? Boah, ich bin... Also... Freunde, ich gehe jetzt pennen, ich bin wirklich im Arsch. Oh Gott, und als Nächstes steht Neapel an. Ja, Freunde, ihr könnt euch freuen. Ne? Als Nächstes geht's in Neapel, das nächste Topspiel steht vor der Tür. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Lasst mir ein Like da für diesen Sieg. Abonniert meinen Channel für diesen Sieg. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn ich wieder emotionsvoller abgehen kann, weil ich hier nicht leise sein muss, weil wir schon... Wie viel haben wir jetzt? Wir haben jetzt schon 10:50, da kann man leider nicht mehr rumbrüllen. Aber bei der nächsten Folge wieder brüll ich rum, Leute, das ist versprochen. Haut rein, euer Mr. Miller. Ciao.